Herzlich willkommen auf den Caravan Salon 2024. Ich habe den Hans hier stehen aus Schwerin von wohnmobilprofi.de. Der wird uns hier ein neues Fahrzeug zeigen, was eigentlich schon im Januar vorgestellt worden ist. Wir haben den schon mal als Prototyp in Stuttgart vorgestellt. Genau. Aber jetzt ist es die endgültige Variante und er ist wirklich gut geworden. Hat sich noch einiges getan, auch vom Preis. Viel getan, ja. Ja. Preis vorab, da seht ihr es. Ja. Das Fahrzeug hier kostet 64.000. Das ist der Grundpreis, der rabattierte Grundpreis, Messepreis. Ja. Und das Fahrzeug, so wie er hier steht, mit allem drum und dran, mit Solar drauf und so weiter, was er alles hat, 70.249. Oh, das ist ja schon ein guter Preis. Ja. Da habe ich ja einige andere Fahrzeuge von der Stange gesehen, die schon so viel kosten. Und da, wo ich mich immer wundere, wo kommt der Preis denn her? Ne? Ja. Und hier hat man noch einen gescheiten Möbelbau. Ja. Eher Leichtbaumöbel. Sind jetzt auch möglich? Sind auch möglich. Ist auch in diesem Preis mit drin. Das ist der Messepreis inklusive Leichtbaumöbel. Denn 130 Watt Solar, Rückfahrkamera mit Navi-Receiver und so weiter. Außendusche, alles mit bei. Markise auch. Sehr schön. Mhm. Ja, dann schauen wir uns das Fahrzeug mal an. Wir gehen mal am besten nach hinten. Da hat sich auch ein bisschen was getan. Übrigens, das ist ein 6,40 Meter Fiat Ducato. Genau. Ist das Fiat Ducato, ne? Ja, Nee, das ist ein Citroën jetzt hier. Das ist ein Citroën. Dieses ist jetzt auf Citroën-Basis. Aber 6,40 Meter? Citroën 165 PS, ne? Okay. Schon. Und trotzdem der gute Preis. Riesiger Stauraum. Der ist wirklich riesig. Wow. Ist breiter geworden. Breiter. Und sehr viele Fächer. Sehr viel Stauraum. Auch hier kann ich noch mal eine Klappe aufmachen auf der rechten Seite. Ah ja, da kann man ja einiges unter verstauen. Und wie habt ihr das geschafft? Da ist der Wassertank verändert. Der Wassertank ist nach vorne, nach links gekommen, gewandert. Ah. Der sitzt da vorne jetzt. Und dadurch haben wir hier überall Stauraum. Hier passt eine 11 Kilo Flasche rein. Ja, und die Schränke haben die auch irgendwie geändert, sehe ich gerade. In Stuttgart haben wir ja noch vorgestellt, die Schränke fortlaufend, durchlaufend, eine Linie. Ja. Und das hat einen so ein bisschen erdrückt. Okay. Und das durch diese abgeschnittenen Schrankklappen sowie diesen kleinen Absatz da drin und so weiter, lockert das alles so ein bisschen auf. Da habt ihr so auf die Camper-Rückmeldung reagiert. Genau. Aber sieht jetzt schön aufgelockert aus. Und im hinteren Bereich können die Schränke ruhig offen sein, finde ich, weil da sieht man eh nicht hin. Da ist das mit diesen Spanngummis. Da könnte man jetzt die Handtücher auch unterbringen, schön gestapelt. Ja. Genau. Oder wenn man schnell seine Jacken reinschmeißen will, ist das ganz praktisch. Ja. Ne? Ja, und dann haben wir rechts eine 230 Volt Steckdose, USB-C, USB-A. Sehr praktisch, dass hier überall darauf geachtet wird, jetzt auch USB-C zu nehmen. Weil wir ärgern uns gerade jeden Tag, dass die Handys nicht mehr voll werden mit dem USB-A. Die sind ja alle heute so modern mit riesen Akkus. Wenn du mal hier runter schaust, da haben wir hier, wenn man ein E-Bike laden möchte, 230 Volt Steckdose noch. Und wie immer noch persönlich signiert der Letzte, der hier am Fahrzeug war, der das abgenommen hat. Und natürlich die typische Beta-Isolierung, ne? Die hochwertige 2 cm Armaflex über alle Spanten hinweg. Dennoch zusätzlich mit diesem atmungsaktiven Stoff bespannt hier bis in die letzte Ecke. Genau. Das ist immer schön atmungsaktiv. Den extra dicken Fußboden besser isoliert. Das ist das typische Robeta wie ein normaler Robeta auch. Nur, dass es eben die Vomondo-Linie ist, dass es geradlinig ist. Ich würde sagen, wir gehen mal nach vorne. Optional ist auch lieferbar die Hecktüren, die Heckfenster in den Hecktüren. Ach so. Ist auch gegen Aufpreis und lieferbar. Ne? Und man könnte das Fenster auch weglassen? Man könnte es auch weglassen, man kann auch auf anderen Fenstern, man könnte auch vier Fenster sozusagen aufbestellen. Also, ne? Aber so ist es standardmäßig. So ist es standard. Mhm. So, ich finde, das ist alles sehr stimmig geworden. Ich setze mich mal gerade hier rüber. Auch hier oben mit den Vomondo-Logo. Also gefällt mir ganz besonders gut. Einmal die neuen Holzarten hier bei Vomondo und dass das jetzt alles so ein bisschen aufgelockert ist und nicht so geradlinig so durchgeht. Starr, ne? So aber gerade. Die typische Robeta-Qualität. Ja. Ne? Polsterstoffe sind jetzt dunkler als auf der Messe in Sehr Stuttgart. Schön.
Sehr gut gehalten, sehr robust, kann der ich, Stoff. Kann ich nur sagen, das ist richtig gut, weil wir haben ja unseren in Dauerbenutzung und dann leiden da die Bezüge. Und gerade wenn da was drauf ist, fällt das bei hellen Bezügen sehr schnell auf. Die Leuchte ist klasse, die ist jetzt neu hier mit dem Nachtlicht. Und dann kann man die einschalten, dann kann man die natürlich auch dimmen, wenn man länger drückt und wieder ausschalten. So, machen wir wieder an. Ja, oben einen offenen Dachstaukasten. Ja, praktisch wie für Jacken. Genau. So. Denn das Besondere bei Vomondo ist, dass der Kühlschrank vorne ist. Wir haben hier beim Vomondo einen beidseitig zu bedienenden Kühlschrank im vorderen Bereich. Dadurch, dass der Kühlschrank vorne sitzt, haben wir eine geringe Tiefe von der Küche und dadurch hier mehr Bewegungsfreiheit. Und dann sehe ich hier noch was. Ja, das ist die Arbeitsflächenerweiterung. Sehr schön mitgedacht. Obwohl das schon groß ist hier, die Arbeitsfläche, aber geht noch mehr. Aber manchmal kann man das nutzen, weil wir haben hier auch einen extra breiten Einstieg. Mehr geht immer. So, und dann zeige ich euch das mal, wenn man das jetzt hier aussieht. Man kann das natürlich bis hier, passt da nicht ganz durch, aber ihr merkt aber auch, wie breit das hier ist. Ne? Also hier kann man komplett durchgehen. Das finde ich natürlich klasse. Das ist etwas breiter als bei uns. Wir sind aber immer noch in ein 640er Fahrzeug. Mhm. Wir haben hier hinten ja auch Längsbetten und die Küche ist insgesamt ja auch viel, also viel größer. Ne? Bequem stehen. Genau, und einen schönen Durchgang, das dadurch, dass es jetzt super, schmaler geworden ist. Ja. Ich zeige nochmal die Oberschränke. Wie gesagt. Also davon haben wir wirklich genügend, mit einer großen Tiefe genügend Schränke. Das sollte reichen. Alle natürlich mit Softclose. Das gefällt mir. Blick. Das gefällt mir. Ja. Also, sonst muss man aber die Pushlops noch schließen und die schließen ja wirklich danach. Ne? Das ist genial. Ja, und unten haben wir natürlich auch immer noch das Fach fürs Hundefutter, für den Hundenapf. Also es nutzen viele, daher weiß ich das. Mhm. Für Hundenapf, weil zack, ist es weggestellt. Ja, da unten ist jetzt die Heizung. Hier drunter ist die Heizung und hier ist die Elektroversorgung. Der Elektroblock. Ich finde, das sieht alles sehr schick aus. Auch Steckdosen im Dinette-Bereich. Ja, USB-C, auch wieder USB-A, auch perfekt. Absenkbarer Tisch, ne, mit einer zweiten Einhängeschiene, sodass man da zur Not auch ein kleines Kinderbett draus machen kann. Und hier den Alternativtisch. Ja, ausdrehbare Tischplatte. Damit meine Frau auch was zu essen bekommt. Ja. Gehen wir mal ins Bad einmal. Würde ich sagen. Wir haben jetzt hier eine Badtür. Keine Schiebetür, sondern eine richtige Badtür. Da war eine Schiebetür sonst drin. Nee, bei den Probetas ist ja eine Schiebetür und bei der Vomondo-Linie ist eine Tür drin. Ne? Aber du brauchst trotzdem noch kein Duschwagen. Nee, das sind ja die typischen Probeta-Materialien, auch im Vomondo mit eher Leichtbauweise und so weiter. Und auch hier ist das typische Probeta-Bad drin mit dem Schwenkwaschbecken, mit der Banktoilette, wo man alternativ auch eine Perfekt, wenn Trockentrenntoilette einbauen kann. Ja, eigentlich alles, ne? Eigentlich alles, aber die Perfekt, wenn eignet sich hier am besten. Die gibt es ja jetzt als Banktoilette. Als Banktoilette. Haben wir halt als Muster auf der Messe auch stehen. Ja. Das sieht auch optisch am besten aus. Okay. Soll man aber die das dann, ist ja alles Geschmackssache. Ja, aber die kann man wenigstens von dem über den Außenschacht entleeren. Echt? Ja, okay. Da braucht man nicht innen drin die Kassette. Die können wir ja nachher auch nochmal zeigen. Also ich hatte ja auch schon viele Möglichkeiten. Und wir sind dann bei unserer Wassertoilette geblieben. Mit der Soganlage finde ich immer noch perfekt. Durch die Soganlage können wir das halt überall entleeren. Mhm. An Parkplätzen, weil keine Chemie drin ist. Ne? Vorne das typische Armaturenbrett. Ja, haben wir auch die schöne Verdunklung hier. Ja. Die kann man ja auch halb, die geht ja leicht. Die kann man dann halb hochziehen oder so. Und kann dann immer noch rausschauen oder runter. Und an den Seiten. Ich glaube, das muss ich mal von außen zeigen. Ja, da steht jetzt leider ein Schrank. Ja. Okay, dann machen wir das so. Dann nochmal die Verdunklung, die übrigens auch sehr gut funktioniert. Und es sind Hohlwaben, ne? Nicht einfach zickzack. Es genau. Sind Hohlwabenprofile, die das auch sind Hohlwaben. Da hat man eine zusätzliche Dämmung.
Vorne auch? Vorne auch. Vorne auch. Also das heißt, wenn ihr zuzieht, die sind innen hohl, von außen und innen. Und in der Mitte ist dann so eine Wabe und da habt ihr zusätzlich nochmal eine Wärmedämmung. Das finde ich richtig gut. Also da oben haben wir noch das Display. Ja. Und was ganz neu ist, wir haben hier eine Dometic-Heizung drin. Oh, Dometic stellt Heizungen her? Ja. Eine Dometic-Heizung, wo man denn hier dran dreht. Jetzt ist sie bloß leider verstellt, ich habe keine Brille auf. Wo man hier die gewünschte Temperatur einstellt und dann für Warmwasser und für Luft. Ah, jetzt haben wir es. So, und hier dann kann man denn die gewünschte Raumtemperatur einstellen. Das ist ja geschickt. Ja. Schön übersichtlich. Und das geht schneller irgendwie, ne? Ja. Gefühlt schneller. Mhm. Schön gemacht. Und einfach zu bedienen, ne? Ja. Sehr schön. Und ist die jetzt von der Größe, ist die jetzt gleich ähnlich? Ja, die ist ähnlich. Ist ähnlich. Ja. Okay. Da hast du uns nochmal wieder ein richtig schönes Modell präsentiert. Wir kannten das ja jetzt, aber wir fanden ja auch beide damals, es war nicht so stimmig von den Farben her. Ne? Mhm. Und der Preis, der stimmte auch nicht. Und jetzt stimmt der Preis aber. Ne? Der Preis stimmt jetzt. Ja. Das Interieur stimmt, der Farbton passt. Also, Messerabatt. Wenn, dann kommt schnell auf die Messe zum Hans und dann könnt ihr das Fahrzeug zu dem Preis bekommen. Ja, es sind auch noch einige Fahrzeuge vorkonfiguriert, also Basisfahrzeuge, ja, so dass man denn bis Ende des Jahres die Fahrzeuge auch bekommen kann. Oh, das zu diesem attraktiven Preis. Ja, dann kann man auch seine Ausstattung anpassen ganz schnell und dann wird es bestellt. Mit mehr oder weniger Fenster zum Beispiel. Ja, genau, kann man auch alles machen. Das kann man alles machen. Okay, dann sage ich Dankeschön, Hans. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.